Heute soll es um das Thema Gasdruckfederwechseln gehen. Die Gasdruckfeder sind ein sehr sensibles Teil. Die Federn, die wir bei unseren Liegen standardmäßig verwenden, haben eine Kraft von 270 Newton, das sind 27 Kilo. Falls eine Gasfeder mal defekt sein sollte, würden wir euch jetzt zeigen, wie man die Gasdruckfeder wechselt. Dafür wird benötigt ein 13er Maulschlüssel, ein 17er Maulschlüssel und ein Imbusschlüssel. Als erstes fangen wir an mit dem 17er Maulschlüssel. Im oberen Teil, wo die Auslösung ist, befindet sich eine Mutter, die sozusagen gekontert ist. Die lösen wir sozusagen jetzt in dem Fall. Dann den 13er Maulschlüssel nehmen und den Imbusschlüssel. Dann an der Stelle lösen. Die Schraube ist sozusagen in die eigentliche Aufnahme, die jetzt sich hier befindet, auch nochmal verschraubt. Das heißt, dort ist ein Gewinde drin. Die Mutter ist eine Stoppmutter. Es macht auf jeden Fall Sinn, dass man sich noch eine zweite Person dazu holt, die dann das Kopfteil hält. Ansonsten kann man das auch mit der Schulter absichern. Es ist so, dass bei der Schraube noch zwei so eine Kunststoffscheiben mit verbaut sind, einfach zur Sicherung und damit das sozusagen auch beweglich ist. Dann wird die Feder hier nur rausgedreht. Hier oben ist ein Gewinde drin. Das ist die alte Feder. Dann die neue Feder auch wieder reinschrauben. Versuchen, die Feder leicht schräg zu halten, weil wir jetzt so weit schrauben, dass die Auslösung sich leicht zu bewegen lässt. Dann wieder die Schraube nehmen mit der Kunststoffscheibe und so die Kunststoffscheiben anbringen, dass sozusagen die Aufnahme zwischen den Kunststoffscheiben liegt. Genau, wenn man dann das leicht arretiert hat, kann man den Imbusschlüssel wieder nehmen. Das dann festschrauben. Dann aber so festschrauben, dass man diese Kunststoffscheiben noch ganz leicht bewegen kann. Und dann nur noch die Mutter drauf und mit dem 13er Maulschlüssel das dann wieder festziehen. Ganz zum Schluss mit dem 17er Schlüssel wieder die Feder an der oberen Aufnahme kontern.